Herzlich willkommen zurück zu einem klitzekleinen neuen Ding auf meinem Kanal. Freunde, wir spielen heute eine kleine Runde Gas Station Simulator und wir spielen eine Simulator und wir spielen natürlich nur die Early Days. Mal wieder ein Prolog von einem Spiel, wo wir nie wissen, ob es jemals überhaupt rauskommen wird. Aber ich will es prologieren und deswegen starten wir ein neues Spiel. Und was ganz genau jetzt zu 100% passiert, weiß kein Mensch so genau. Das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Aber Full Game coming soon. Naja. Warten wir mal ab, ob das auch wirklich stimmt. Oh mein Gott, okay, da ist ein Wackelhund auf dem Dings. Und, oh, Alter, hier die Spinne auf der Hand. Wir sind ein richtig rustikaler Typ, ey. Richtig rustikal. Zack, den Spiegel eingestellt. Jawohl, damit man den Drei-Tage-Bart auch noch richtig glänzen sieht. Oh yeah. Movie Games präsentiert einen wunderbaren Prolog. Fahrzeuge ohne Fahrer kommen uns entgegen. Und Flugzeuge ohne Flugzeugführer kommen uns entgegen. Und... oh yeah, hier geht's zum Dust Bowl. For sale, Freunde. Okay, ich habe noch ein paar Dollar in der Tasche. Und ich habe meinen 77er Trans Am. Keine Ahnung, was das gerade für ein Auto ist. Ich habe es von außen noch nicht gesehen. Aber wir treffen eine lebenswichtige Entscheidung. Und zwar... zack. Wir sind... ey, Moment, ich bin erstmal nur aufs Grundstück gefahren. Wieso gehört das jetzt mir? Alles klar, okay. 12 Stunden später. Mal sehen, was passiert. Oh... oh, ey, kein Dollar in der Tasche. Find and enter gas station. Hint, while holding something, throw it. Mit, okay. To score, was? To score was? Ach so. Von hier oben, oder was? Okay, das ist ein bisschen zu weit geflogen. Das war nicht weit genug. Das war schlecht. Okay. Yeah, okay. Cool. Also mit Müllwerfen macht man Punkte, aber kein Geld. Und ich brauche Geld. Ist viel wichtiger. Es ist 0.46 Uhr, aber wir sind mitten in der Nacht. Oh, Alter, das hier mit den Oberlandleitungen, das sieht aber auch nicht sicher aus, oder? Oh, Junge. Das ist, und ich glaube, das ist hier unten auch gar nicht richtig verdichtet worden. Naja, gut, schauen wir mal, hä? Räumen wir erstmal hier so ein paar Sachen weg, würde ich sagen. Alter, was ist hier los? Ich meine, gut, klar, mitten in der Nacht, wir können arbeiten, so essen, trinken, Durst gibt's hier jetzt nicht, oder? Also mit dem Werfen, da musst du ja immer mindestens auf 50%, sonst fliegt es ja gar nicht. Alter, oh Gott. Leute, was ist hier los in dem Laden? Das ist ja unangenehm. Erstmal hier alles hinlegen, würde ich sagen, damit wir erstmal hier... follow was? High Voltage Cables? Okay. Das sieht nicht sicher aus. Das sieht nicht sicher aus. Können wir da mal einen Fachmann rufen? Okay, Strom müssen wir irgendwie ankriegen. Ja, Licht wäre nicht schlecht. Eine alten Route 66 macht Kreis. Einen... was ist das, Alter? Wohnt hier ein Schamane? Was ist hier? Hier ist ein Generator. Hier steht ein Auto, ein ferngesteuertes. Oh. Click LMB to interact. Bringt mir gar nichts. Ich klicke und es funktioniert nicht. Arcade-Automat. Ach so. Oh, weit weg von der großen Stadt. Ah, das ist doch angenehm. Das ist doch angenehm. Das ist doch ein schönes Gefühl. Was Neues zu starten, ein neues Leben beginnt. Wir wissen selber nicht genau, wo wir herkommen, aber das ist auch nicht wichtig. Der gute alte Dust Bowl. Telefon, oh, eine Telefonzelle. Kinder, das hiermit hat man früher nach der Schule zu Hause angerufen und gefragt, ob jemand einen abholen kann. Und während eins der Geschwisterkinder losgelaufen ist, um Mama zu suchen, sind die 10 Pfennig, die man hatte, leer gegangen und keiner wusste, wo man geholt werden will. Okay. Oh. Send you email.
emails on a regular basis providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure you pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Ja gut, okay. Viel Glück, wir machen das mal. Eine E-Mail, wir haben einen Computer, okay. Na, jetzt haben wir wenigstens schon mal Strom. Das soll ein Computer sein? Okay, cool. Eine E-Mail haben wir. Howdy! Our greetings and salutations. The dialect never really was my fort. Regardless, I've just heard you made a solid... Okay, wir haben hier investiert. Okay, hast du ein Auto verkaufen müssen, okay. Hättest mich auch fragen können, hätte ich dir was geliehen. Okay, toll. Ich zeig dir ein paar Tipps und Tricks. Okay, meine E-Mails kommen regelmäßig und ich bin cool. So, was mit Rudy? Oh, Rudy! Oh, Rudy! Sandpiles müssen wir irgendwie... Oh. Na toll. Na toll. Wollen wir den Sprit? Also schon großes Gelände hier, ne? Keiner will halten hier bei uns. Da können wir Sand hinbringen. Und hier sind überall diese kleinen Sandhäufchen. Die müssen wir anscheinend sammeln. The Jerry Can. While holding Jerry Can, can click LMB on the disturb. Okay. Dann refoolen wir jetzt erstmal, oder? Ich meine, es hat noch gar keiner Gas geliefert, aber wir haben Gas, oder was? Wir haben auch keinen Fuel. Und noch eine neue E-Mail. Dann gehen wir nochmal kurz lesen. New Ride, the Excavator. Okay. Jerry Can. Okay. Tab, um es zu finden. Ja. Okay. Fuel. Ach so, müssen wir uns Sprit liefern lassen, okay. Fuel Supply, Refill. So, wo ist jetzt unser Excavator? Da hinten. Der kleine Bagger. So. Wie viel Sprit haben wir? Ja, nicht ganz voll, aber schon ordentlich, oder? Jetzt müssen wir die Sandhaufen entfernen. Ah, ist das nicht schön? Die Sonne geht auf. Es ist wunderbar. Was stand da gerade? Stand da was? Da steht immer ganz kurz was. Oh, der Engine ist hot, okay. Okay, cool. Ich finde es schon schön. Sieht schön aus, oder? Sieht schön aus. Ein bisschen Sand Disposal hier, hä? Eine neue Mail. Okay, wow, Leute, das wird ein bisschen dauern hier, hä? Ich dachte, ich kann das heute mal in einer kleinen Episode mal so ein bisschen andatteln, aber es sieht ja aus, als hätten wir ein größeres Problem hier auf dieser Tankstelle.
Aber ist ja schon irgendwie angenehm. Soll ich jetzt die Gasstation für Customer öffnen? Ich muss aber erstmal den Sand wegliefern hier. So, dann würde ich sagen, stellen wir den Bubi erstmal hier hin. Fährt er noch ein paar Meter? So, Leute, wir können öffnen. So, you can open close the gas station at any time. Use the downtime to organize the gas station or do other activities. Okay. Right next to the lever, there's a button to restart traffic. Wie, was? Den soll ich drücken, oder was? Ach so, nee. Ach so, falls hier Autos feststecken, oder wie? Wir gucken hier, Scores, RC-Car, Mail, Ordering, okay. Okay. Ich würde aber gerne hier aufräumen, hier sieht es halt einfach scheiße aus. Wow! Was ein Wurf, was ein Pro. Wahnsinn. Boah, guck mal, hier musste echt. $5 habe ich verdient. Irgendwer hat für $5 gedollert, hä? Okay, was ist hier? Arcade RC Cars, WASD, Spacebar to Jump. Okay. Okay, düsen wir einfach mal. Muss ich da hinten durch? Warum hat er hier so eine RC-Strecke auf der... Naja, ich hinterfrag das einfach auch nicht mehr. Ich meine... Oh. Das wird ja irgendwann mal jemand hier aufgebaut haben. Okay, richtig gut. Zack. Einfach hier durch. Ach, easy peasy. Lemon cheesy, Alter. Weiß jetzt nicht, ob das so gut war. Da kommen noch ein paar Checkpoints. Da müssen wir nochmal darum. Oh, ich dachte, das wäre ein Checkpoint. Der hat mich abgelenkt. Wo muss ich denn lang hier? Durch das Gerippe. Ich glaube, ich bin schon viel zu oft hingefallen, um den großen Weltrekord noch zu schlagen. Ja, und jetzt? Hier unten lang. Oh Gott. Okay. Naja. Serve the first customer. Und während ich geöffnet habe, kann ich hier gar nicht surfen, oder was? Es ist nicht mal drin gelandet. Hep. Ah. Wahrscheinlich 60-70% ist ein bisschen viel, hä? Ja, geht. So, sehr schön. Hallo. Kleiner Fuel with the outline. Okay. Mit Shift können wir es speeden oder was? Wie höre ich ihn auf? Okay. Ah, hier bei mir wirst du nicht gestrandet, mein Freund. Es geht ab. Hä, wie er guckt. Was ist denn los?
wie die Bretter in die Wand runterrutschen. Okay, hat er denn jetzt zu seinem Auto gefunden hier, der Dude? Aber erstmal hier, also man muss ja echt sagen, weißt du nicht, soll ich den ganzen Müll jetzt extra wegschleppen? Kriege ich da irgendwie Dollars für oder so? Nee, ne? Das ist einfach nur Müll. Schmeißen wir mal in die Richtung. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie darf ich Ihnen helfen? Hier bei Kreisverkehr an der alten Tankstelle. Achso. Wie viel Sprit hetzen die denn, Junge? Starting Boost. So, bitteschön. Aber guck mal, jetzt verdienen wir auch mal Kohle. Jetzt kommt hier richtiges Geld mal ran. So, auf jetzt hier übers Dach. Nicht getroffen, hä? Viel zu weit. Eieiei. Aber schon geil. Guck mal da hinten mit diesen Ölbohr-Dingern da im Hintergrund hier. Und das ist schon nicht schlecht. Kannst dir ja sagen, was du willst. Aber es sieht hübsch aus. Ich könnte eventuell auch nochmal eben hier den Dings tanken. Einfach mal voll machen. Ist ja auch noch keiner hier, ne? Ja. Tanken wir den Bubi mal auf. Wieso kann ich den nicht tanken gerade? Ach da. So. Sieht doch gut aus. Hey, Polizei, hä? Wollt ihr ein bisschen tanken? Warum ist hier überhaupt so viel Polizei unterwegs? Na, dann können wir eigentlich mal hier noch sauber machen eben, ne? Ein bisschen Sand wegnehmen. Dass der aber auch immer so heiß wird, hä? An meiner coolen Tankstelle, da bin ich der Boss. Aber ich schätze mal, die Arbeiten an sich müssen wir wahrscheinlich irgendwie nachts machen, ne? Ding, ding. So, da ist einer angekommen. The road is auch noch closed. Customer at Fuel. Ja, ja, ich bin unterwegs. Hallo, guten Tag. So. Buy a trash bag and equip it. Kann ich endlich ein bisschen aufräumen oder was? Trash bag. And pick up small garbage. Okay. Ah, jetzt können wir ein bisschen Ordnung schaffen hier in dem Laden, ey. Wie gerade vor der Tür sieht's halt richtig beschissen aus. Können wir wenigstens schon mal hier so ein paar Müllsäcke voll machen? Ach, da ein altes Hähnchen? Pinsel. Alte Dosen, na gut. Das sieht aber ganz gut aus jetzt hier, oder? Kein Müll mehr da? Oh, wir haben Customer. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Oh, was ein schickes Auto, Leute. Ja, danke schön. Du auch. Guter Dude. So, wir räumen jetzt erstmal hier unsere Tankstelle schön auf.
mag das gar nicht, wie es hier aussieht. Ich mag das gar nicht, wie es hier aussieht. Klar hätten jetzt gerne, dass ich hier Müll werfe, aber nein, so läuft das nicht. Wir räumen das hier vernünftig auf. Mit das auch, ne? Was soll ich machen? Die Mülleimer? Ach, da ist noch einer. Dann bringen wir die mal weg. So, Garbage Collect. Dann sammel doch mal bitte Garbage. Hä? Wer ist das, Junge? Dennis! Dennis, er kommt und macht Graffiti, was? Dennis! Verzieh dich! Hau ab! Alter, was? Dennis hat irgendwie Gasbomben. Verschwinde, Junge! Dennis, Was war das? Okay, Mist, was soll ich kaufen? Soll ich irgendwas kaufen? Tools, Paint Roller. Ey, Dennis, Alter. Den hasse ich ja jetzt schon. Oh. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was ich hier machen soll. Okay, once equipped, tab, color. Das ist jetzt meine nächste Quest hier, streichen oder was? Also jedes einzelne wegschmeißen hier, jedes einzelne Holzbrett. Das ist ja schon ein bisschen viel verlangt, oder? Aber sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Garbage collecten. Ah, jetzt kann ich das endlich auch aufheben. Oh, wir können unsere Tankstelle jetzt richtig sauber machen. Jetzt sind wir drin. Hoffentlich kommt Dennis nicht. Ey, Dennis geht mir nämlich richtig auf die Eier. Jetzt schon. Das ist ja nice. So, okay. Leute, also, wenn ihr wilde Geschichten hören wollt von einem alten wilden Mann und vielleicht sehen wollt, wie in Zukunft diese wunderschöne Tankstelle aussehen kann, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns hier beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wie gesagt, wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, dann hier wieder bei der nächsten Episode. Und komm, wir tanken den noch eben, den Customer hier. Den tanken wir noch, machen wir noch zusammen. So, richtig gut. Die tanken alle aber maximal für einen Fuffi hier oder so, ne? Naja gut, Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie gesagt, wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, hier an genau dieser gesaveten Stelle wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit auch.